Halli, hallo, hallöle. Schön, meine Rambas wieder begrüßen zu dürfen zu Let's Play World of Tanks. Und zwar ein Replay von Roy M18 mit seinem Super Pershing. Gerade den Super Pershing hier im 9er, 8er, 7er Gefecht der Karte Glippe habe ich mir ausgesucht, aufgrund dessen, dass ich immer mal wieder gefragt werde: Hey, Andy, welchen Panzer soll ich nehmen? Was bringt gut Credits und sonstiges? Ja, und der Roy, der hat hier eine recht gute Runde hingelegt. Zumindest sagen das die Stats. Und dementsprechend umso zeigenswerter, in Anbetracht dessen, dass er sogar, und das kann ich schon mal spoilern, er wird am Ende der Runde 92.000 Credits für Premium-Munition ausgeben und bekommt mit Premium-Account am Ende aber immer noch 116.000 raus. Also, ja, das war dann doch ganz, ganz angenehm. Also da gab es schon den ein oder anderen Credit Point, den er da hier mit nach Hause nehmen konnte. War natürlich ein bisschen Bonus mit dabei, ganz klar, sonst kriegt man die Werte auch so nicht mehr hin, aber unterm Strich kann der schon gut Credits machen. Aber wichtig auch bei einem Premium-Panzer ist klar, natürlich die Credits, aber auch die Schulung der Crew ist sehr, sehr notwendig. Und last but not least, jeder Panzer sollte auch ein bisschen Fun machen. Also es ist jetzt nicht so damit getan, dass wenn man hier ein paar Credits bekommt oder die Crew ausbildet und wenn der Panzer trotzdem kacke ist, dann, ja, ist doof. Hier zweimal schön daneben gehittet. Oder daneben geschossen vielmehr. Da ist ein T-49. Der hat aber... Das war aber noch optimistisch, da noch drauf zu schießen. Die Reaktionszeit ist ja... So wie ich beim Lasertag habe ich so das Gefühl. Und ich muss sagen, ich habe Lasertag gespielt. Alter, ist das anstrengend. Unglaublich toll, aber ich wurde von einer Frau sowas von extremst abgezogen. Und deswegen muss ich feststellen, meine Reaktion ist wirklich so auf einem World of Tanks Niveau, aber kein Counter-Strike Niveau mehr. Das mal ganz kurz am Rande. Er hält jetzt hier die Mitte. Viele Blindshots. Und immer ganz, ganz wichtig, dieser Panzer ist auf dem Papier ein mittlerer Panzer. Er ist aber vom Fahrerischen und vom Spielen her ganz, ganz, ganz klar ein Heavy. Also erwartet bitte nicht hier einen schnellen, wieselflinken, mittleren Panzer, sondern das, was er ist, und zwar einen behäbigeren Heavy, womit ihr eben eure Medium Crew schulen könnt. Ja, hier muss man auch ein bisschen auf die Arti aufpassen, gerade... Die Karte ist dafür prädestiniert. So, und jetzt hat der E50 endlich mal sich präsentiert. Macht es hier gleich nochmal. Dementsprechend kriegt er gleich nochmal eine drauf. Der KV4 steht hier ganz schön schwierig. Konnte sich jetzt endlich wieder mal samt seiner Kette zurückziehen. Aber er bekommt, also der arme Kerl, ganze Zeit auf die Mütze. Der E50 steht da auch noch. Ja, sie haben sich hier so ein bisschen festgefahren, aber auch ganz wichtig, dass die Jungs hier in der Mitte sind, weil wenn die da nicht wären, dann würden sie ganz schnell und easy durchbrechen und dann, ja, wäre es da hier durch. Zumindest der Gegner hätte es hier deutlich leichter. Aber nicht so. Da ist der IS. Oh, ein griechischer Treffer. Griechischer Treffer. So, jetzt aber. Na also, da klappt es auch mit dem Nachbarn. Jetzt wird er hier ein bisschen aktiver, jetzt versucht er ein bisschen jetzt mal ranzukommen. Der E50 ist da oben nicht mehr, der ist jetzt schon ein bisschen wieder weiter runter, das sieht man unten an der Minimap ganz gut. Der ES ist schon fast zerstört, dann noch der IS-8. Ein bisschen muss er auf rechts aufpassen, dass von hinten auf einmal kein Ungemach kommt, also von hier drüben. Aber auf jeden Fall wird er jetzt optimistischer.
Schau mal, ob er den IS wegmachen kann. Auf den kommt er gar nicht drauf. Den E50. Ja, schön hinten auf dem Deckel. Und der E50 hat jetzt hier auf den Centurion geguckt. Deswegen hat er hier den drauf bekommen, ohne dass er was machen konnte. Kriegt gleich nochmal einen drauf. Und jetzt hat er geschossen und hat verschossen. Der AMX. Ah, schade. Ist er nicht drauf gekommen. AMX auch ein sehr geiler Panzer, muss man mal immer wieder sagen. Gerade für die Leopard-Fans. Fast schon ein Must-Have. Oh, jetzt kommt der IS. Schade, da hätte er ein bisschen besser versuchen können zu zielen und den zu ketten. Weil den zu ketten, der IS hat... Ja, jetzt... Ja, schade. Weil der hat nämlich kaum Gun-Depression. Aber der Roy, glaube ich, weiß schon, was er da macht. Hat jetzt hier auch Premium geladen und das ist natürlich für einen Tier 9 schweren Panzer absolut legitim, weil die Durchschlagswerte sind vom Super Pershing nicht wirklich toll. 170 bzw. 258 dann eben mit Premium, das schon dann deutlich besser ist. 7:8 steht's, also hier noch nichts entschieden. Ah, er versucht hier schnell zu snapshotten, jetzt kommt der IS-8 rum, verschießt drüber. Da kommt natürlich seine nicht vorhandene Gun Impression ins Spiel. Jetzt zieht er sich zurück. Und jetzt kommt er davor und jetzt will er ihn scheinbar rushen. Jetzt kommt er durch und der macht halt Schaden, aber Arti trifft hier ein bisschen. Das ist übrigens seine Kameraeinstellung, also ich mache hier gerade nichts. Er ist wirklich so... Und jetzt trifft er, aber durchschlägt ihn nicht. Kuscheln IS-8 gegen Super Pershing. Ah, hat ihn versucht hier zu rammen, hat aber nicht geklappt. IS-8 verschießt jetzt, Gott sei Dank, und jetzt... Kann er ihn nochmal treffen, 100 HP hat er noch und der IS-6 macht's. Da haben sie schöne Teamarbeit geleistet, die beiden. Arti hat auch gut reingehalten, so wie es sein soll. 8:9. Auf Messerschneide hier das ganze Thema. Aber schon 2700 Schaden gemacht. Und da guckt der E50. Macht er weg, sehr gut, schöne Übersicht. Da lurt er durch und wird dann zerstört und die Arti haut ihn auch nochmal weg und jetzt denkt sich der IS-3, jetzt gucke ich da auch mal vor und sie kriegt auch gleich den Hit. Sehr schön. Eine Notiz an dieser Stelle, man muss immer darauf achten, der Super Pershing ist einer der Panzer, die noch ein verbessertes Matchmaking haben und auch noch im Spiel erhältlich ist und peu à peu geht ja der Trend bei Wargaming, alle Panzer mit verbessertem Matchmaking aus den Shops zu entfernen, also ganz wichtig, aus den Shops, nicht aus dem Spiel, also jeder, der die Panzer hat, behält sie natürlich auch. Von dem her ist das immer so ein Panzer, den man vielleicht mal überlegen kann, auch wirklich zu kaufen, weil wenn man sagt, ja, okay, ich brauche eh noch einen mittleren Panzer bei den Amerikanern, der sich spielt wie ein Heavy, ein bisschen Credits macht, und auf kurz oder lang wahrscheinlich aus dem Shop entfernt wird, ist das eine sehr gute Wahl. So, TJP, eigentlich oben auf dem Turm. Ich habe den auch lange Zeit immer unten auf die Wanne geschossen, weil ich mir dachte, ja, Wanne, Front, machst nicht viel falsch. Aber nee, oben auf dem Turm drauf. Da geht es dann besser. Da bräuchte jetzt auch da wiederum kein Premium mehr. Aber klar, er will die Runde natürlich auch jetzt ab dem Zeitpunkt, denkt er sich, die Runde läuft gut und die schaukel ich jetzt mal ordentlich nach Hause. Der STA kommt jetzt hinter ihm rum. Ja, der ist weg. Da hat sich der STA nicht wirklich clever angestellt. Umfahren war gut, aber in der finalen Note nicht gut genug. Und der Jagdtiger steht super schön seitlich zu ihm. Kommt da auch gut durch. Auch hier könnte er wieder normal schießen, wobei es immer beim Jagdtiger ein bisschen schwierig ist, je nachdem wie er steht. Er macht sehr viele Blindshots. Verschenkt da noch ein bisschen Credits eigentlich. So, da ist der Tiger wieder. So, jetzt hat er aber auch noch einen Schuss Premium und der Rest muss er dann eh noch mit normal machen. Aber den scheinbar will er gar nicht mehr so verschwenden, obwohl er ja sogar vielleicht hätte hätten können. Hat er es dann doch gelassen. Aber mittlerweile ist keine Frage mehr, ob sie gewinnen. Die Frage ist nur noch, stirbt einer oder nicht? Der Jagdtiger da hinten wieder. Da aimt er komplett ein. Lasst sich die Zeit. So, Tiger P noch. Und jetzt nur noch die Arti am Leben.
Natürlich die Arti hier drüben könnte gern stehen oder dann klassisch auf K1 die Reportage. Nee, natürlich nicht. Jetzt müsst ihr ihn gleich aufmachen. Wo ist er? Na komm schon. Wo ist er? 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 IR6 pinkt da hinten hin. Könnte natürlich auch sein. Wäre durchaus möglich. Aber ich glaub's nicht. Ja, capt jetzt hier auf jeden Fall mal, holt sich noch ein paar Cap-Punkte ab. Der denkt sich schon, wird schon jemand anders aufmachen. Und da ist doch die Arti. Und da macht er den Hit. Und der IR6 macht den Kill. Und somit hat er 4741 Schaden gemacht. Unterm Strich waren es aber 5002. Von 37 Schüssen haben 27 gehittet und 22 dann durchgeschlagen. Also ein bisschen viel gewastet, aber unterm Strich eine saugute Runde. Und das in einem 9er-Gefecht. Sehr schön. Deswegen zeigt mir das Super Pershing ein definitiv gut spielbarer Panzer. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem kundtun. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.